Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit dem Klassiker unterwegs, Geisti, und natürlich auch wieder mit dem Randomizer heute unterwegs. Henkersstreich, Neffenkitzel der Jagd, Gabe des Schmerzes und Todgeweiht. Und Liebe geht raus an Ninchen. Ninchen hat sich hier in die Runde reingeschlichen, Leute. Ist auch aus der Community und ich würde mal sagen, wir gehen direkt rein. Facecam für Ninchen. Let's go. Man muss halt gönnen können, so sieht's nämlich aus. Yamaoka. Okay. Dann mal los jetzt. Gucken, ob wir direkt irgendjemanden sehen. Miau. Spiel ich mal mit Balance? Gibt's ja gar nicht. Hallo, Steve. Oh, jetzt gehe ich natürlich genau dahin, wo wir den stärksten Juke haben, wa? Oh, den nutzt er aber gar nicht. Ehrenmann. Vielleicht wollte er den jetzt auch noch nicht so früh wasten. Jetzt schon wieder hier die Pimpernellen. Ah, ärgerlich. Vielleicht hätte ich ihn sogar erwischen können, da hat er nicht den schnellen Vault bekommen. Da ist er zu gierig geworden. Sehr nice. Ah, die Mika. Ich riskier's mal. So eine bist du also, Ninchen, ne? Geh nach Hause. Let's go. Nice. Hab ehrlich gesagt gedacht, dass er das anders spielt. Aber es soll uns natürlich recht sein. Mr. Harrington. Der hing ja auch schon mal. Ist auf jeden Fall das bessere Opfer. Da wäre noch jemand hinter mir. Na gut. Ah, habe ich es doch richtig gehört. Ich habe schon in die andere Richtung geguckt. Dieses Spiel ist so lächerlich. Ich wach sogar auf und guck in die andere Richtung. Junge.
komm. Ich sag hier gar nichts mehr. Das ist einfach frech. Schade. Nienchen Ausbruch. Bin mir nicht sicher, ob ich eben Jeff hier gehört habe. Ah, scheinbar nicht. Steve ist hochgeheilt. Da war der Rescue. Wait. Nee, doch nicht. Schade. Warte, ich hab noch jemanden gehört. Steve wäre tot. Wenn wir ihn nochmal erwischen. Was ist denn, Nienchen? Du bist böse. Go home, you are drunk. So, ich würde gerne den anderen jetzt nochmal erwischen. Let's go. Kaninchen darf ich jetzt nicht mehr aufhängen, korrekt? Ich glaube, die wäre tot. Das Ninchen aus dem Chat, bin ich jetzt einfach mal von ausgegangen, ja. Falls nicht, hat die halt einfach random Glück. Wäre schon lustig, ne? Der Typ läuft so verwirrt, dass ich einfach selber auch verwirrt bin. Einfach nur wild.
Ganz hinten wird tatsächlich dann direkt gerettet. Komisch. Wir jeeten hier aber auch gut über die Map. Läuft so merkwürdig, dass ich einfach irgendwie selber komplett reinscheiß. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber man muss halt sagen, dann ist es ja wiederum auch klug, ne, wenn es funktioniert. Ich bin so nett zu Nienchen, Dorn, dann kommen die hier immer angerannt. Das ist frech. Die nutzen mich aus. Hallo. Das sind Jeff, die sind alle komisch. Nienchen, geh nach Hause! Erste Runde gegen Geisty für den scheinbar. Aber dafür hat er auch schon seinen frechen Unhook da, nicht Unhook. Seinen frechen Blind bekommen, obwohl ich schon 180 Grad in eine Richtung geguckt habe, Alter. Ist wieder so ein Reptiloid, ey, der irgendwie aus dem Erdinneren spielt. Nienchen, komm die Glatze streicheln. Lass Nienchen raus. Ey, mir sagt niemand, was ich tun soll. Okay, jetzt töte ich sie. Ich wollte Nienchen rauslassen, aber lass mir doch nicht von irgendjemandem, der das erste Mal hier reinchattet, sagen, was ich zu tun habe. Nienchen, bedank dich. Bei It's me, Jackpot. Nein, Nienchen, geh raus jetzt. Aber an It's Me Jackpot, du könntest lernen, wie man den Konjunktiv benutzt und wie man bitte in seine Sätze einbaut. Friends, könntest du bitte Nienchen rauslassen? Ja, könnte ich machen. Wollte ich sowieso. Gibt einen ganz anderen Flair als Friends, lass Nienchen raus! Als erstes Mal in den Chat. Wohlgemerkt, kommt auch noch dazu. Und Hallo sagen. Also, die grundlegenden Anstandsregeln bitte einmal lernen. Da ist sie. Ich sehe dich, Nienchen. Warum hört sich das wie Andreas von Brautascher? Weiß ich auch nicht. Aber man muss der Jugend ja auch mal hier irgendwie ein bisschen Benehmen beibringen. Nähnchen, Liebe geht raus. Und danach darfst du gleich putzen.
Eieiei, was eine wilde Runde, Leute. Nienchen hat erst am Ende dann gewusst, dass sie gegen uns gespielt hat. Ey, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Runde. Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Falls dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like da, lasst doch gerne einen Kommentar da. Seid natürlich auch wieder beim nächsten Mal mit dabei, wenn es heißt Dead by Daylight. Und ich würde sagen, macht ihr euch bis dahin noch einen schönen Tag. Haut da rein. Ciao, ciao.